Herzlich willkommen zum Hilfsversorgungskarte im Marsch. Wir versorgen jetzt die Kühe und die Schweine noch mit Futter. Ja, und dann, ja, Kalk ist noch dabei. Und dann kann die Nacht kommen, ne? Oder ein bisschen vorspulen. Mais wächst auf jeden Fall, hat gekeimt. Hoffen wir, dass das Futter erst genug ist. Zur Not. Jupp, ist voll. Dort fahren wir raus. Wasser haben sie auch gekriegt. Die Pumpe hat auch nicht geklappt. Ich weiß nicht warum. Es könnte aber am Stall liegen, aber glaube ich eher nicht. Weil da hat sie auch in der Kasse den Stall gemacht. Sauber dabei nur. Aber wir müssen den Anhänger nehmen vom Schweinefutter. Das ist so. Wird nicht viel drin sein, denke ich mal, aber wird reichen. Schweine brauchen weniger, also die, das ist eine ganz andere Hausnummer an Mengen. Gülle haben wir nicht genug. Das können wir auch noch machen. Wir müssen nachher nur noch Stroh haben. Dafür Mist haben, ne? Dann können wir ja auch Dünger herstellen. Das war nicht ganz logisch, aber das ist halt so. Das heißt, es ist möglich. Schauen wir mal, reicht. Hat sogar gereicht. Also heißt viel besser. Reicht halt nicht. Castor, ja genau. Aber es kann auch sein, dass es immer erstmal ein System sich aktualisieren muss. Das kann durchaus sein. Würde ich mal nicht auflegen, dass es nicht so ist. Auch für Schweinefutter normalerweise, wenn du legst, der Aufwand ist ja für, naja, könnte man Schweineimperium aufbauen, ne, bei dem Futter, was man so kaufen kann. Ne. Und dann kann man nur verkaufen. Ne. Gut, verkaufen wäre ein bisschen aufwendiger, wenn man die nötigen Transportwege braucht. Braucht halt einen Zug. Ist alles reinkippt oder nicht? Mal sehen. Gut. Wollte mal gucken, wie ich jetzt entsprechend zu sehen ist. Milchhof. Bei Wasser ist keine Pumpe. Da auch nicht. Sojabohnen, Raps und Sonnenblumen. Raps haben wir. Weizen und Gerste, Mais. Dann könnten wir das schon mal herstellen, ne? Ja, warum das nicht funktioniert? Das weiß ich auch nicht. Gut, okay, das ist. Gesundheit ist gut. Mit 40%. Schweinestall. 0,1, das ist bald soweit. Gehen wir auf den. Läuft Zeit? Nee, ne? Der Countdown läuft nicht. Aber die Aufnahme läuft. So, Dünger ist fertig. X freistellen und wir stellen den erstmal hier ab. Ja, da oben. Da könnte man eigentlich so ein Zwischenlager machen. Könnte man. Aber mal sehen. Weil wir da auch einige Felder uns kaufen könnten, theoretisch später mal. Und dann wären wir ja ganz gut aufgestellt, wenn wir hier einige Sachen auch vor Ort hätten. Aber nicht unbedingt notwendig. Jetzt holen wir mal den Düngersteuer, der oben schon bereit steht. Und dann düngen wir gleich.
Ich weiß gar nicht, wie viele Vogelcharaktere wir haben. Oh, das ist blöd. Am meisten eine zu wenig. Aber nächste Woche noch ein bisschen blöder, da habe ich Spätschichten, dann ist bis Nacht um bis 1 ist ein bisschen blöd. Ne? Aber ich möchte mal an. Ich habe es mal angefangen mit Doppelfolgen, also. Aber wir kommen ja voran, ne? Wir möchten ja auch den nächsten Winter bald erleben und den nächsten Frühjahr und dass wir die ersten Kälber haben und so. Das dauert ja also lange. Gut, bei 3 Tagen, da bleibt nicht viel Puffer, ne? Das ist das Problem. Sonst würde ich sagen, machen wir 3 Tage und dann ist es die Jahreszeit herum. Aber muss ich mal sehen. Im Winter kann man es umstellen. Jetzt ist es nicht zu empfehlen, weil alles durcheinander kommt, mit dem Wetter vor allen Dingen. So. Er muss berechnen, dauert länger, aber gut. Brauer. Jetzt ist kalt wieder weg, aber dafür dürft gut da. Das kann man hier sehen. Dann müssen wir nach dem Wachstum noch mal düngen. So. Der KI-Bauer hat Dünger weg, also Unkraut weg. Ich mach das nicht. Ja, das düngt. Düngt. Dünger arbeitet. So. Das heißt, ich war bei den Tieren. Die Tiere waren fertig. Ne? Tiere haben wir sie gekriegt. Warum geht die Pumpe nicht? Es soll 45 Meter von diesem Punkt sein. Das ist hier, glaube ich, der Punkt. Gehen wir zurück. Markierung setzen. Ja, nicht versuchen. Markierung setzen. Dich dran. Muss ja irgendwie funktionieren. Ja, nicht so rum. So, von dieser Säule soll es 45 Meter. So. Vielleicht muss es auch in der Säule drin sein. Das tut's ja jetzt nicht, ne? Dann nehmen wir die Puppen verkaufen. Wo haben wir jetzt? So. Garage. Pumpen verkaufen. Wo sind die Pumpen? Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Man muss ja nicht unbedingt kostet ja alles Geld, ne? Nein. Es macht uns nie arm, sag mal so. Aber warum unbedingt? Ey, du Sau, stehen. Die auch gleich verkaufen. So. So, in der Säule reinmachen, also in dem Sinne. So wollen wir probieren. Die Säule ist da. Das heißt, ist verkehrter Modus. Tierhaltung.
Pumpe. Details. So. Also, bauen wir es mal genau hier rein. Drin ist es jedenfalls. Alt ist Reinstahl, Wasser, keine Pumpe. Also Gülle haben wir genug. Gut, dann muss vielleicht noch reagieren, ne? Kann sein. So, Kuhstall. Da probieren wir gleich aus. Soll ich besuchen? Mal richtig. Wir müssen nur. So. Danach muss die Pumpe da rein. Aber ob das jetzt auch klappt, ich glaub's nicht. Muss man im Forum nachlesen. Beziehungsweise muss man die andere. Auf der anderen Karte habe ich es ja mal hingekriegt, da ist ja angezeigt und da muss ich mal schauen, wo ich die gesetzt habe. Denn das kann ja nicht so schwer sein. Der Trock ist da, aber das soll nebensächlich sein. Sollten hauptsächlich soll es in dem Bereich sein. Also ich kann da mehrere Pumpen setzen. Eins, so 45 Meter und nur zu schätzen. 2, 3, so, Meko, oh, da hat es geklappt, aber welche Pumpe nun geht, das finden wir jetzt raus, hey, Garage, so, ich beginne mal mit der Pumpe. Die Pumpe ist aktiviert, also die Pumpe ist nicht. Jetzt komme ich gerade umgerannt. Nehmen wir mal die Pumpe weg. Nein, nein, nicht verkaufen. Immer gucken. Alt ist. Pumpe existiert noch. Aha. Die Wasserpumpe ist dazu da, dass im Falle eines Falles und keiner daran denkt, dann füllt die Pumpe automatisch auf 15% des Drucks auf. Das heißt, die Tiere würden niemals verdursten. Bei den Kühen haben wir jetzt eine. Das war die. So. Die haben wir weggenommen. Also im Prinzip die eine Pumpe, die da hinten jetzt ist. Aber Schweinestall. Was bei den Kühen geht, muss bei den Schweinen da aufgehen normalerweise. So. Das heißt, die Pumpe jetzt. Ja, dann müsste man die Pumpe jetzt praktisch gesehen entweder hier. Die hatten eine gehabt, hat nicht geklappt. So. Oder ist hier das gemeint mit dem Behälter hier? Das kann natürlich auch sein. So. Hier umsetzen. So. Jetzt machen wir mal langsam. Tierhaltung, Pumpe, sie hinten irgendwo. Weil jetzt habe ich den Verdacht, dass wir hier, hat es ja nicht funktioniert, also eine, da ist sogar eine, dass die eher hier sein muss. Bei dem Wasserbehälter, wo eigentlich Wasser hinfahren müsste eigentlich. Was eigentlich auch Quatsch ist. Da muss die Maus. Da.
Da hat es nicht geklappt. Da auch nicht. Also, der Mobilmodul müsste hier vorne irgendwo sein. Vielleicht hier, 15 Punkte mehr. Anders. Schweinestall. Auch Pumpe. Ah! Da ist super, hat geklappt. Das freut mich. So. Also, man muss es also so sagen, dass die Pumpe in dem Bereich sein muss, wo das Trockwasser kriegt. Und dann vielleicht in der Nähe der grünen Säule. Ja, okay. Das kann ich noch nicht nachweisen. So. Aber wir wollen die anderen verkaufen, ne? Und zwar die da hinten. Ist zwar kein Vermögen, aber gut, kontrollieren wir gleich, ob das noch stimmt. Milchhof hat noch EO. Gut. Also bei Schwanzschloss ist noch hinzu, dass Wasser im Prinzip vorne reingemacht wird normalerweise. Kann natürlich daran liegen. So, Schweine haben versorgt, die Kühe sind versorgt, der Kalt, das ist fertig, Dünger arbeitet. Ja, unser Feld muss noch gemacht werden, wir können mal gucken. Dann können wir zurückfahren zum Maisfeld. Wir machen gleich mal Sandsacken. Gibt es eine Mission für Feld Nummer 19, was wir kaufen will? Ich ja meint erst, dass es pünktlich. So. 19. Ballenpressen, das machen wir überhaupt nicht. Haben wir gerade gemacht, ne? Eine 64, 41, nö. 59, 61, da kommen wir nicht hin. Irgend so wenig Geld. Das ist ein kleines Feld. nee, das ist nicht meine. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte 19 machen. 19 ist richtig. Und da will ich später nachher mein Mais anbauen. So, mal gucken, ob wir jetzt Feld Nummer 3 machen können. Aber wir enden mal die Folge. Hier ist noch lang genug. So, die Show, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich sage noch viel zu mir. Ciao, ciao. Und hören uns dann vielleicht in der nächsten Folge. Tschüss.